Das ist natürlich ein Thema, weil man dadurch ja auch ständig mit konfrontiert wird. Ich glaube aber jetzt mit Turnierstart geht es dann auch ums Sportliche und wir sind froh, dass wir dann endlich Spiele haben und uns auf das konzentrieren können, weswegen wir eigentlich hier sind, nämlich um Handball zu spielen. Dass man sich darüber mal auf den Zimmern oder beim Essen unterhält, ist glaube ich normal. Dafür ist das Thema auch zu präsent, aber ich glaube insgesamt wird in der Mannschaft und mit dem Betreuerstab drumherum wirklich gut damit umgegangen. Definitiv. Also wir durften heute auch zum ersten Mal draußen frühstücken, weil das Wetter erlaubt hat. Und für uns ist es auch mal super, mal rauszukommen, jetzt mal wieder was anderes zu sehen. Würde ich mich niemals drüber beschweren, ist eine super schöne Abwechslung. Ja, also Uruguay ist natürlich ein sehr spezieller Gegner, weil die eben nicht typisch europäischen Handball spielen, sehr wuselig, sehr flink sind. Viele Spieler haben, die auch noch in der Heimat spielen und ich glaube, deswegen sollten wir uns mit dem Videostudium optimal darauf vorbereiten, um am Ende nicht doch eine böse Überraschung zu erleben.